Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Wie erwartet, es wurde noch bekannt gegeben, was der nächste 5er legendäre Raid Boss sein wird. Es ist Palkia. Dementsprechend füge ich das hier am Anfang noch dazu, bevor im Anschluss dann das normale Video kommt. Palkia wurde angekündigt vom 29. für uns, 30. Januar, bis zum 28. Februar, der letzte Februar. Palkia soll anscheinend gar nicht so schlecht sein, ziemlich krass sogar, aber steht im Schatten von Rayquaza. Mal schauen, wie die Begeisterung für Palkia sein wird. Schreibt unten in den Kommentare, was ihr von Palkia haltet. Freut ihr euch drauf oder eher nicht? Dann natürlich ein paar Konter. Erstmal Wetterboost bei Wind oder Regen, denn er ist Drache und Wasser. Sehr interessant, wobei Wasser jetzt nicht unbedingt eine große Rolle spielt. 100% sind 2280. Mit Wetterboost 2850. Gemax kommt er auf 3900 irgendwas. Also das WP-technisch höchste Drachen-Pokémon. Konter sind natürlich Drache, Fee und nicht Eis, denn er ist ja auch Wasser. Dementsprechend die besten Konter hier: Rayquaza natürlich, Dragoran, Palkia selber, Brutalanda, Latios. Haben wir zum Glück einen 100er. Dann Feen, Godewar, Togekiss. 100% Max haben wir jetzt am Start. Granbull. Ich mag Granbull. Ich habe einen 100er Max. Den habe ich auch schon öfters verwendet. Dann Latias. Und der Rest, naja. Zu beachten ist natürlich, Palkia ist Drache. Und wenn wir mit Drachen kontern, ist das natürlich so eine Art Suicide Squad. Unsere Pokémon sterben dann natürlich auch sehr schnell. Also falls ihr ein bisschen mehr aushalten wollt, dann geht es mit Feen rein. Aber wenn ihr viel Damage machen wollt, schnell, dann mit Drachen. Ja, an sich war es das auch erstmal mit dieser Info. Palkia ist am Start. Für uns aber erst morgen. Heute noch Kyogre und Golem. Der letzte Versuch, die letzte Chance auf ein Shiny oder ein 100er. Und dann ab morgen, Mittwoch, Palkia am Start. Mal schauen, wie der abgehen wird. Ich freue mich drauf. 2280. Das wollen wir sehen. Und jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. Einen Moment bitte. Alter, was geht ab, Leute? Hunger aus dem Aldi. Ich habe mir gerade was zu essen geholt. Ich muss noch mein Guthaben aufladen, weil ich habe das verbraucht diesen Monat. Ja, dann checken wir die Adventure Sync Belohnung ab. An sich nichts Besonderes, 50 Kilometer geknackt, dieselbe Belohnung, Bälle, kein Platz für Eier. Und dann haben wir ein paar Deoxys X-Rays. So, wir sind hier in Unterföhring bei der Arbeit. Da ist die X-Ray Arena, da sind zwei X-Ray Arenen, die eigentlich jede Woche triggern. Mal schauen, ob wir Glück haben. Ich blende euch hier mal die Adventure Sync Belohnung ein. Hab ein paar Kilometer gemacht. Überraschenderweise mehr als erwartet. Die Belohnungen waren ganz gut. Sonderbonbons und silberne Ananas. Naja, schauen wir mal. Ich muss den relativ schnell machen und dann auf zu meinem nächsten. Abgesehen davon vielleicht hier und da noch ein paar Kyogre Raids. Aber das wird sich noch zeigen. Zurück. Ich weiß gar nicht, ob der Kreis sich gemerkt hat oder
ob ich den nochmal machen soll. Okay, was ist los? Ah, okay. So, zweiter X-Ride, ist ziemlich windig. Wir waren hier schon oft, ihr kennt die Location. Selbes Problem wie immer, ich weiß nicht, wo ich euch abstellen kann. So. Geht's los? Ich würde mal sagen, einfach rein. Ich muss hier zwei Durchgänge machen, noch für eine Kollegin. Und rein. Die Ochse ist Angst vor. Fertig. Schauen wir mal. Moment der Wahrheit. Und oh. Nicht so saftig. Überhaupt nicht saftig, Alter. So, ich mache gleich einen Doppel-Raid. Leider ist eins davon Rodon geworden. Doppel-Kyogre hätte ich mir echt gern gegönnt. Alter, hoffentlich wird der andere nicht auch, Rodon. Zumindest ein Kyogre noch, damit ich die Chance auf Shiny-Kyogre habe. Oder ein gutes. Abgesehen davon, dieses Wochenende war Anton, Shiny-Anton am Start. Da habe ich auch noch keinen bekommen. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so aussieht. Habt ihr einen Shiny-Anton bekommen? Und es müsste eigentlich auch heute der nächste neue 5er Legendary Raid Boss angekündigt werden. Bin echt gespannt, was es wird. Kann auch sein, dass es schon angekündigt wurde und ich das dann irgendwie wieder ans Anfang des Videos packen muss. Wir werden sehen, ich bin gespannt. Und bevor ich es wieder vergesse, wenn ihr den Kanal und mich unterstützen wollt, hinterlasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Und jetzt gehe ich zum Doppel-Raid. So, der andere Raid ist ein Kyogre geworden. Guter Abschluss, ein Gold und ein Kyogre, kann man nicht klagen. Ein paar von den Kollegen sind noch auf der Jagd nach einem Shiny Gold. Ich würde es denen gönnen, weil ich kriege jetzt Shiny Gold, obwohl ich keine mehr, überhaupt keine haben will. Nicht, dass ich jetzt auch noch einen bekomme. Ich habe letztens gleichzeitig hier und hier einen Shiny Gold bekommen. Glück sei es an, machen wir den schnell und dann auf zum Kyogre. Das ist das Highlight, das ist das Wichtige. Gold ist jetzt so für EP und Bonbons, Alter. Wobei, der Kleine kann schon 100er gebrauchen. Auf geht's. Und leider habe ich ein bisschen Husten. Leider. Ja, so lascht gar. Denkt euch jetzt, wieso wähle ich dann Kyogre? Ich dachte mir ja, in der Zwischenzeit macht er schon genug Schaden, bevor er Solarstrahl ihn zerstört. So zum Beispiel jetzt mit der einen Hydropumpe. Aber als würde es bei 17 Leuten irgendwie irgendeine Rolle spielen. So, kriegen wir noch einen 100er Shiny. Kollege Olli, Shoutout geht raus.
hat auf seinem zweiten einen 100er Shiny gefangen, Glodon. Er hat ein bisschen gelitten. Ach, 2273. Ah ja, typisch, typisch. Uh, 23,31 für den Kleinen nochmal. Das wäre der Beste für den Kleinen, glaube ich. Wobei, ich glaube, er hat 1,31. Ne, 27, glaube ich. Willst du mitfahren? Ja, ich komme gleich. Puh, Ananas. Erster Ball drin. Und, Shiny? Mein Beileid. So, der Kleine hat das Godon gefangen. Den Godon, wie auch immer. Ich glaube, der war besser als sein bisher Bester. Problem ist, ich habe den Besten, den anderen schon gemaxt. Also, zumindest gepusht, soweit es ging. Aber ich will ja eh mehr als einen machen, also ist schon okay. Aber ihr wisst Bescheid, Kinder. Immer warten und dann erst den Besten zum Schluss maxen. Sonst passiert sowas hier. Dann habt ihr etwas gemaxt und dann kriegt ihr noch was Besseres. Oder letztens mit den Heatguns. Ich hatte 3,96er. Am Ende einer der letzten Raids, ich habe noch einen 98er bekommen. So. Alter, meine Hand fällt gleich ab. Wieso ist es auch einmal so kalt geworden? Alter. Nicht normal. Schauen wir mal, ob es sich gelohnt hat, in dieser Kälte zu raiden. Nein und nein. Einfach nein und nein. Doppel nein. Okay, da haben wir ihn. So, das war's erstmal. Ich gehe jetzt live. Wie gesagt, wenn Niantic jetzt noch irgendwas ankündigt, dann füge ich das noch hinzu. Ansonsten zum Schluss noch einen Groudon und Kyogre Raid gemacht. Beides nicht atemberaubend. Der Kleine hat noch einen guten Groudon bekommen, aber das war's. Und das war's auch von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.